Zwei Spiele, zwei Siege. Wenn es nach dem ersten FC Bocholt geht, soll heute gegen den VfB Hilden der nächste Dreier her. Aber die Schwatten traten geschwächt in ihren weißen Trikots auf den Hildener Kunstrasen. Mit Giesbers und Munoz fehlten ihnen verletzungsbedingt gleich zwei Torjäger. Die Bocholter von Anfang an mit viel Druck. Immer wieder nehmen sie den Hildener Kasten aufs Korn. Immerhin patzten die Rheinländer gegen Ratingen, gegen die die Bocholter zuletzt gewannen. Dann aber die Hildener wissen plötzlich doch, wo das Bocholter Tor steht. Zumindest Pascal Weber wird im 16er von Harm zu Boden gedrückt und sagt artig Danke. Schiedsrichter Kötter muss nicht lange überlegen. Elfmeter für die Gastgeber. Weber macht's dann auch selbst und schickt Bocholts Keeper in die ganz andere Ecke. 32 Minuten gespielt, das 1:0 für Hilden. Sehr zur Freude der meisten der rund 350 Zuschauer in der Hofeldstraße. Damit haben die wohl am wenigsten gerechnet. Danach ging's dann auch weiter, wie es begonnen hatte. Die Bocholter am Drücker. Lechtenberg, genau auf den Keeper. Dann aber wieder Hilden. Und wieder faul. Diesmal gibt's dafür Freistoß und Gelb. Aber vorbei, genau wie die erste Halbzeit. In der zweiten Hälfte zunächst nur wenig Ansehnliches. Hilden zumindest mit einer Großchance, hier gar die überraschende Führung auszubauen. Dann aber die Bocholter. Sie wollen hier keine Punkte auf dem Rasen liegen lassen. Und schon gar nicht Zindi. In der 74. Minute hätte das der längst überfällige Ausgleich sein müssen. Nur wenig später setzen die Bocholter nach. Juch! In den Fangzaun. Jetzt die Bocholter mit der Brechstange. Bugler! Nur noch 5 Minuten bleiben den Bocholtern in der regulären Spielzeit hier doch noch zu punkten. Dann Helsinghorst, frei im Strafraum, wird gehalten von Per Kokko. Klarer Elfmeter, doch der Pfiff bleibt aus. Helsinghorst kann's nicht glauben. Verlieren die Bocholter hier am Ende sogar noch, trotz drückender Überlegenheit? Die Uhr tickt und Hildens Abwehr jetzt dicht wie eine Betonmauer. Die reguläre Zeit ist um, die Nachspielzeit läuft. Die Bocholter noch einmal mit der Ecke. Das haben sie geübt und drin ist er. Tim Winking nickt das Leder ins lange Eck und Bocholt zum Ausgleich. Längst überfällig und hochverdient. Und das Spiel bekommt jetzt noch einmal so richtig Schmackes. Wenn der jetzt drin gewesen wäre, hätten sich die Hildener auch nicht beschweren dürfen. Noch aber halten sie den Punkt fest. Mit einem Remis können darum am Ende beide leben. Und so ist es dann auch 1:1. Bocholt spielt in der Oberliga weiter oben mit. Also wir haben in der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan, haben auch viel mit langen Bällen gespielt. Ja, in der zweiten Halbzeit sind wir gut reingekommen, haben am Ende auch hochverdient das 1:1 gemacht und hätten am Ende noch das 2:1 eigentlich machen müssen. Wir haben in der Halbzeit gesagt, wichtig ist, dass der Gegner keine 3 Punkte kriegt, auch den irgendwo auf Distanz zu halten, um alles zu fighten, was angeboten wird, ob 3 oder 1. Ja, vorbildlich. Ne? Irgendwo ist man ein bisschen verärgert, dass man keine 3 holt, aber der Ausgleich kam dann so spät, dass man auch jetzt glücklich ist, dass die Mannschaft sich noch belohnt, auch die anderen Faktoren drumherum, Giesbers beim Warmmachen runter und so weiter. Also gefühlt irgendwo noch emotionaler wie vielleicht der Sieg gegen Ratingen.